So, willkommen zurück. Was eine Story auf so einer Videokassette gespeichert sein kann. Dann nehmen wir jetzt mal die und schauen uns diesen Videofilm an. Okay. Moment, das Zimmer kenne ich doch. Das ist doch... Jetzt müssen wir also alle Fenster zumachen. Und dann wird sich wahrscheinlich auch erklären, warum hier die Glasscheiben, die jetzt noch nicht da liegen, da sind. Okay, dann machen wir das erste Fenster mal zu. Oh Gott, ist der ganz allein zu Hause oder was? Und niemand ist hier. Nee, das ist... Das ist so gruselig. Das ist so voll gruselig. Mach das Fenster zu! Ach ne, das ist schon zu. Okay. La 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 la. Wenn wir dieses Fenster zu werden. Warum sind alle Fenster offen? Oh. Warum ging die Tür gerade direkt vor unserer Nase zu? Und wieso ging diese Tür hier auf? Das ist die ganz andere Frage. Ach, das ist schon zu. La 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 la. Es ist so wunderbar hier. Okay, da unten ist noch nichts bemalt. Also, es ist noch nichts geslendert sozusagen. Sind hier die Fenster? Ach nee, immer die Fenster verschlossen? Oh, da ist er. Da ist er, der Böse. Was für ein Arsch. Auf zu Kindern kommt er halt, ja? Das muss man sich mal vorstellen. Was das für ein Typ eigentlich ist, ne? Ich will ja wirklich nichts sagen, aber was für ein Feigling. Ich würde sagen, da müssen wir mal hier unten die Tür zumachen, denn der Herr Schlender steht nicht mehr draußen. Super. Ich hoffe, das heißt nicht, dass er drin ist. Okay, die Lampe war schon damals umgefallen. Ja, und jetzt machst du das Radio wieder an. Das war gar kein Telefon. Ach doch, das war ein Telefon. Ja, warte mal. Das Fenster ist offen. Zugemacht. Ja, okay, ist natürlich praktisch. Wir wollten ja alle Türen und Fenster zumachen, wenn der Schlender uns natürlich dabei hilft. Warte mal, wir können auch hier gerade nochmal ein bisschen Klavier spielen. Vielleicht sind wir oft genug drauf tippen. Komisch. Diese Tür zumachen. Ich hoffe nicht, dass wir gleich... Oh. Ich hoffe nicht, dass wir gleich entkommen müssen. Ihr wisst, was ich meine. Ich ahne es schon. Wir müssen gleich entkommen und da haben wir alle Türen zugemacht. La 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 la, das Radio ist an. Wir telefonieren. Niemand ist dran. So. Das ist wieder dieses typische Talent von mir. In gruseligen Momenten. Eieieiei! There's no point, he's already inside. So, wir sind aber nochmal mittendrin. Müssen wir schnell hier die Türen noch zumachen. So, wie ist der denn eben gerade reingekommen? Wir haben anscheinend irgendwo hier das Fenster zumachen. Machen wir mal ein bisschen Klavier spielen. Jetzt geht diese Tür auch auf. Da ist er schon. Er ist drinnen. Er versteckt sich hinter dem Zimmer. Okay, schnell! Moment, wo bin ich denn? Ah, ich bin überhaupt nicht in meinem Zimmer. Schnell, 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 ab ins Zimmer, ab ins Zimmer. Nein! Halt die Tür auf! Nein! Was ist jetzt los? Ah, die Glasscheiben. Die Glasscheiben. Ich verstehe. Das hat das also mit den Glasscheiben auf sich.
Wobei das nicht erklärt, warum welche draußen und drinnen sind. Aber naja, egal. So. Wir gehen jetzt mal hier weiter. Oh, und sind wieder draußen. Wir haben uns, glaube ich, nach diesen zwei wunderschönen kurzen Horror-Episoden eine kleine Pause verdient. Und klettern diesen Berg hier weiter nach oben. Oh. Ich war ganz auf Adrenalin eben gerade von dem Haus. Was ist das? Ah, der nächste Brief. Der nächste Brief. The house had to go. It can't save me anymore. Okay. Na gut. Gehen wir weiter nach oben. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Da oben. Ah, wir sind fast da. Wir sind fast da. Aber was soll das machen? Ich dachte, dass... Wir sind doch eine erwachsene Person, oder? Was ist das Problem von dem Herrn Schlender? Warte mal, was ist das für ein Weg, der hier unten auch noch lang führt? Den möchte ich mir auch ganz kurz noch angucken. Das ist mein Forschergeist, der jetzt wissen möchte, warum was hier mit diesem Weg ist. Warum es hier einen Weg gibt. Was ist hier? Ach nee, das ist einfach nur wie eine Abgabelung. Ah, okay, von dem normalen Weg. Na gut. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Da oben ist die Schlendertanne. Die sah ein bisschen aus wie der Herr Schlender, aber nicht ganz so gruselig. So. Kommen wir jetzt hier. Hallo? Ja, und jetzt ist Ende, oder was? Weiter geht es nicht. Ohne Bergsteigerausrüstung geht es nicht weiter. Warte mal, ich glaube, hier können wir weiter, oder? Nee, auch nicht. Hallo? Jetzt muss ich mich hier so den Berg hochbacken. So links, rechts. Oh, sieht das geil aus. Mitten in der Pampa, ne? Kein Scheiß. Es könnte wirklich sein, theoretisch, also nehmen wir mal an, das hier ist die Realität, dass wir, soweit wir blicken können, der einzige Mensch sind. Und der Schlender. Und der Schlender hat sich nur auf mich fixiert. Ist ja furchtbar. Was habe ich denn gemacht, dem Herrn Schlender? Ich habe doch nichts gemacht. Ja. Moment, wie geht's denn jetzt hier weiter? Moment. Hier geht's nicht hoch, oder? Mal probieren wir mal aus, ob es jetzt hier hoch geht. Nee, auch nicht. Hier geht's auch nicht hoch. Hallo, wo geht's denn jetzt weiter? Hier geht's auch nicht hoch. Doch, so halb, so ein bisschen verbuggt, ne? Wir können jetzt hier nach oben backen. Ha, wir backen uns jetzt hier nach oben. Wir backen uns jetzt hier gerade nach oben. Hallo. Kann ich hier noch ein bisschen weiter, oder? Ja, okay, so sind wir ein Stückchen weiter nach oben gekommen. Ja, genau so. Hier, fast, wir sind fast oben. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das nicht richtig ist. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so ganz latent das Gefühl, dass das, was ich gerade gemacht habe, nicht der gedachte Weg ist. So. Okay, also Moment mal. Wir kommen hier nach oben. So. La 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 la. Ja, und dann geht's hier wieder nach unten. Und dann können wir 200 Mal im Kreis laufen. Oder wir gehen hier nach oben. So. Aber hier geht der Weg nicht weiter. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Anderen Weg finden? Ja, okay, dann gehen wir nochmal nach unten. Und gucken, ob es hier vielleicht irgendwie Vielleicht hier? Nee, da geht's auch nicht hoch. Ich bin jetzt gerade etwas ratlos. Moment. Also, das ist der offizielle Weg hier so nach oben. So, lalalala. Ich bin ein Bergsteiger. Lalala. Und jetzt gehen wir hier hoch. So. Und jetzt geht's nicht weiter, oder wie? Ist es jetzt einfach gerade nur verbuggt? Oder warte mal, wir gucken mal, ob wir hier... Nee, es geht auch nicht. Was ist jetzt hier? Okay. Da geht's weiter. Na gut. Natürlich nur mit der Taschenlampe. Was ist das? Historial... Was? Historic? Coleman Mines. Och nein, Minen. Wir können doch einfach über diesen Berg da oben drüber laufen. Das ist noch 2 Meter. Jetzt müssen wir wieder durch die Mine laufen.
Da müssen wir bestimmt wieder 5 Motoren anmachen oder irgend sowas. Oh Gott, noch hier runterspringen, brechen uns ein Bein oder irgend sowas. Ach Gott, was ist denn hier für eine orangene Kiste? Okay. Ach komm. 13. Maybe by the street in an hour. I left a list of things to bring with you. Leave everything else behind. I'll explain everything as soon as I see you. I know how to fix all of this. Don't tell Lauren about me. Na gut. Machen wir schon. Ich verspreche es. Wir sagen Lauren nichts. Und bewundern diese wunderschöne Höhlenmalerei. Was steht denn da? Hahaha. Ha, ha. You're helping end this his arrival. Haha. Ha. Oder was? Nee. Ha. Ha. Könnte auch der Joker sein, der einfach nur einen Witz mit uns macht, ne? I'm so sorry. I'm so sorry for everything. This isn't your fault. I did this. By the time you read this, it's already too late for you. Haha. Toll. Danke sehr. Don't let him into any more lives. This was all my fault. This can end with you. I let him in. Why did I ever let him in? I'm sorry for placing this burden on you. I wish it was all on me. This can't spread any further. Please, it all has to end with you. I wish there was some other way. This has to end. God forgive me. Okay, also ich vermute, dass wahrscheinlich irgendwie der Fluch dann jetzt sozusagen auf ihr liegt hier und sozusagen, ja, sie vermutet, dass der Fluch mit ihr dann stirbt. Was ist das jetzt? Was ist jetzt los? Okay. Huch. Hallo? Du Scheiße, was ist denn jetzt? Na super. Na super, okay, dann. Ein brennender Wald. Warum brennt der Wald? Aua. So, rennen wir nach hier unten. Ne, da kommt Feuer und Flamme. Hier kommt auch Feuer und Flamme. Wir rennen trotzdem einfach durch. Ja, jetzt ist die Frage. Ach du Scheiße. Okay, wir rennen jetzt einfach. Wir müssen ja irgendwo schließlich hinkommen. Obwohl das auch ein bisschen schwierig gerade ist hier mit diesen Interferenzen. Die ganze Zeit, ich erkenne halt überhaupt nichts und ich weiß auch nicht, wohin ich laufen soll. Wo ist denn eigentlich jetzt dieses Ding? Ach, okay, rechts scheint der Herr Slender zu sein. Aber dann laufen wir hier hoch. So, wenn wir jetzt hier einen Zettel finden, ne? Ach, da ist er. Da ist er. Das Feuer scheint ihn auch nicht wirklich zu interessieren. Ah, der Herr Slender! Warum brennt der Wald? Was soll das? Oh nein. Hilfe, 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 da war er rechts von uns, ich hab's genau gesehen. Ah, da ist er auch. Und der ist überall. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich kann ja nicht die ganze Zeit im Kreis rennen. Oder müssen wir das Feuer einsammeln? Sammle 300 Flammen ein. Okay, da kommen wir auch nicht lang. Da ist er auch. Er ist überall, ist egal, wo ich mich hindrehe. Überall ist der Herr Slender. Und der Wald brennt und ich... Oh. Waren wir hier schon? Jetzt renne ich doch eigentlich nur wieder zurück. Ich renne, da ist der Ständer wieder. Ach du Scheiße. Ja. Oh, da ist ein Baum umgefallen. Und noch ein Baum. Alter Schwede, überfallen Bäume um. Aber es könnte sein, dass umfallende Bäume ein gutes Zeichen sind. Die Kamera wird immer schlimmer. Ich erkenne mittlerweile fast überhaupt nichts mehr. Was soll ich denn noch machen? Nein! So, jetzt rennen wir gleich nach oben. Deutliche Verbrennung schon. So, da oben ist der Turm. Da müssen wir jetzt hin. Da müssen wir hin. Ich hoffe, dass er uns nicht gleich wieder den Weg versperrt. Da ist er doch rechts. Ich sehe ihn doch schon wieder. Ja, wie soll ich denn vorwärts kommen, wenn er überall immer da ist, wo ich hin will? Und jetzt wieder, taucht er wieder genau vor mir auf. Da muss ich wieder zurück. Wo ist denn der Turm? Da ist der Turm. Okay, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ach, was soll ich denn eigentlich bei dem Turm? Dieser ganze Wald brennt. So, Moment, die Kamera wackelt die ganze Zeit nicht mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Ist das ein gutes Zeichen? Da haben wir ihn abgehängt. So, dann mal hier.
Jawohl. Ja, und jetzt? Jetzt rennen wir hier rein und sind sicher, oder was? So. Oh. Klopf, klopf. Was ist denn hier? Emergency Public Warning. Okay. Das will ich mir jetzt aber gar nicht mehr durchlesen, sondern ich will hier weiter. Oh oh. Die Kamera ist fast aus. An. Aus. Was hat das zu bedeuten? Das weiß keiner eigentlich, ne? Was das zu bedeuten hat. Ich vermute mal, das heißt. Flüstern wieder irgendwelche Kinder, die mich gleich wieder erschrecken wollen. Sehr nett von euch übrigens. Okay, ja, es war irgendwie toll jetzt, dass ich diese zwei Zimmer... Unlock the door. Ach so, mit dem Schlüssel. Ich verstehe. Hier ist nix. Okay, flacker, flacker, flick. Was ist jetzt? Die Taschenlampe, die Batterie leer oder was? Na super! Fantastisch! Können wir eigentlich noch rennen? Ja, genau. Rennen können wir auch noch. Hier knuspert irgendwie knuspert. Und das? Alter Schwede! Was ist das? It was following me and it will not stop you. Everything burns and... Milfs and withers and falls apart. I failed you. Eh? I'm sorry. Okay, dann gucken wir mal, was. Jetzt kriegen wir eine neue Kamera und es fängt alles wieder von vorne an. Okay. Okay, dann gucken wir nochmal, was auf der Kamera drauf ist, oder? Ich will nicht gucken, was da ist. Danke. Und jetzt? Hallo? Oh. Hat mich das jetzt hier irgendwo hingebracht, oder was? Oh je, ich würde sagen... Wir haben keine Batterie mehr. Wobei, wer weiß, bevor ich jetzt... Was willst du denn? Ja, hallo? Okay, es schleudert uns zurück. Wir sollen wahrscheinlich hier irgendwas erforschen und lesen. This guy keeps... Was? Stopping by my house, asking about my son. I keep telling him to go away. He's getting more and more desperate. I still see him. I keep looking for him. I can't... Be him though. I know I can, but it's so real. Everywhere I go, I hear his voice, but it sounds like he's suffering. Like it's not the son I knew. I can't escape this torment, this man, this thing. He taunts me, oder haunts. Nein, taunts me. He eats away my mind, and I'm doing this to myself? Was it my fault? Charlie disappeared? Is it my trial or my punishment? I need to end this. I need to cleanse this place. No more suffering. No more. Nee. No one deserves this. It all ends here. It all needs to go. Okay. Jetzt sind wir hier in diesem Keller eingesperrt oder was? Oder willst du jetzt, dass wir den ganzen Kram hier lesen? Oder was willst du denn jetzt von mir? Dass ich ein ich soll mich wahrscheinlich ausziehen.
und ein Bad nehmen. Natürlich, die pubertierenden Kinder. Ein Fragezeichen, ein Fragezeichen. Okay. Okay, this is pretty exciting, isn't it? This whole mystery, the missing boy, the sighting, the arson. I'm glad to get to share this adventure with you. I can't help but feel saddened for Mr. Matheson. He lost so much. I wish he could have just let me in to help him. The way you're helping me. Maybe I could have saved him. Since I could help him in life, maybe I can help him now. Couldn't help him in life, Entschuldigung. I promise to find out what happened to his son. Perhaps that will put his soul at peace. Thanks again, kid. I will look forward to our adventures. Fun times ahead. Oh. Zumindest hat er jetzt aufgehört zu atmen. Ich vermute mal, dass er jetzt hier weg ist und wir können jetzt nach oben. Hallo? Ja, was ist denn? Wer weint? Warum weint hier jemand? Sind wir hier? Wo sind wir denn? Ist das hier ein komplett verbranntes Haus oder was? Aber ist das eine Tür, die wir aufmachen können? Nee. Warte mal. Das klingt alles sehr, sehr. Ja, wir gucken hier. Wir kommen ja schon. Wir schauen ja, was wir tun können. Es kommt wahrscheinlich eh gleich nur wieder so ein Scare-Ding. Aber warum hat er uns dann unten rausgelassen, wenn er uns eh nur erschrecken möchte? Das ist doch so unlogisch. Hallo, laufen wir im Kreis? Oh, hallo. Wer bist du denn? Toll. Und jetzt? Pass auf, wenn ich sag euch, jetzt kommt so ein schreiendes Gesicht. Pass auf. Oh. Ach, kein schreiendes Gesicht. Und das war's, oder was? Okay, interessant. Interessant. Das war doch jetzt ein kleines, nettes Abenteuer. Auch wenn ich... Ja, ein bisschen... Ja, es war ein schönes Spiel. Also es hat schon Spaß gemacht. Es war schön gruselig. Es gab einige gruselige Momente, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Auch wenn ich mich teilweise sehr unwohl gefühlt habe. Also, ja, cool. Also, wenn es euch gefallen hat, es gibt noch viel mehr Grusel und Horror und alles hier. Abonnieren nicht vergessen, dann findet ihr vielleicht noch 10 Millionen Sachen und 10 Millionen Sachen, die auch noch kommen. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss und ciao.